Willkommen bei Tivino Think Pink. Heute mit zwei Roséweinen, zwei ganz besonderen Roséweinen. Und zwar einmal der Castello di Arma Rosato und Schloss Proschwitz Rosé. Proschwitz. Wir fangen an mit dem Rosato 2011 von Castello di Arma. Castello di Arma ist ein Weingut aus Italien, aus dem Chianti-Gebiet. Und zwar sehr, sehr bekannt für die Top-Rotweine. La Parita zum Beispiel ist ein Wein, der kostet ja, 300-400 Euro. Die Rosato, also der Rosato war eigentlich immer so ein bisschen diese Leidenschaftswein des Önologen, des Weinmachers. Also den haben die so für sich privat immer so ein bisschen hergestellt. Ist aber auf dem Markt sehr, sehr gut angekommen. Hat sich super etabliert, ist einfach ein ganz, ganz toller Rosé. Und 2011 habe ich erfahren, gestern auch bester Roséwein Italiens geworden. Aber der ist super. Also man hat hier richtig diese Schattenmorellen, also wie wenn man so ein Glas Kirschen aufmacht. Also das kommt einem wirklich entgegen. Und ganz toll diese Erdbeeraromen. Also wirklich alles, was man jetzt bei diesem Wetter isst, ja, ist hier im Glas. Ganz leicht, ganz frisch, super trocken. Nach dem Geschmack hat man diese Schattenmorellen, diese kirschigen Noten, dieses Erdbeerige. Also ganz, ganz fein. Schön zu trinken, schön trocken, super toll. Dann geht's weiter. Schloss Proschwitz, 2011er Rosé. Und zwar ist das Herr Dr. Prinz zur Lippe, der eigentlich früher Manager im Finanzbusiness war, viel gemacht hat dort und sich dann ist dann ausgestiegen, hat dann Anfang der 90er Jahre das Weingut von seinen Vorfahren wieder gekauft. Das war Schloss Proschwitz mit einigen Weinbergen. Viele Leute haben ihn für verrückt gehalten, weil in Sachsen natürlich in den 90er Jahren noch nicht wirklich viel Qualitätswein hergestellt worden ist. Er hat das Weingut wirklich zur Top-Weingutselite gebracht, gehört mittlerweile zum besten Sachsen und ist im VDP und hat es geschafft. Der Rosé besteht aus Regent und Dornfelder. Und man sieht hier die Farbe, also die Farbe vergleichbar zum Rosato ist hier ein bisschen bräunlicher, ein bisschen oranger, ein bisschen dunkler in der Farbe. Der Rosato ist ein bisschen, ja, geht mehr ins Pink. Der Schloss Proschwitz riecht so sehr beerig, also Johannisbeeren, bisschen Blaubeeren und etwas kräuterige Noten. Also so schmeckt er auch. Blaubeeren, Johannisbeeren, super zum Essen, schmeckt lange nach, ganz lange Nachgeschmack, eine tolle Säure, ganz, ganz feine Weine. Also ich bin großer Fan vom Rosé, von beiden. Den mal so mit Freunden und den eher zum Essen. Viel Spaß. Jetzt habe ich mir selbst den Rosé über den Arm gekippt.